Willkommen zur Passionsandacht aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Lauenburg. 7 Wochen ohne, so lautet die Fastenaktion, die die Evangelische Kirche seit 1983 zu der sie einlädt. Ursprung war in Hamburg mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Inzwischen sind es über 3 Millionen Menschen, die daran teilnehmen, die auf etwas verzichten, was ihnen schwerfällt in dieser Zeit, um frei zu werden für das Wesentliche. Das Motto dieser Zeit lautet in diesem Jahr Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus. Ein starkes Motto, das uns trifft in einer Zeit, wo wir ohne Pessimismus kaum leben können. Und doch ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken und unsere Herzen richten auf Worte der Zuversicht, die uns Halt geben und die uns weiterführen. Diese Worte aus Psalm 91, die ich lese, haben teilweise eine erschreckende Aktualität. Zum anderen Teil geben sie uns Kraft, dass Gott jeden Menschen von uns, so wie er, so wie sie ist, unendlich liebt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zukunft. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Amen. Wir hören auf Worte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 66 bis 72. Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters, und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Petrus, auf Deutsch Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagte Jesus zu ihm. Jesus hatte Vertrauen in Petrus, schier unendliches Vertrauen, obwohl er wusste, dass genau dieser ihn im Stich lassen würde. Verleugnen, nicht mehr kennen wollen, in der Stunde der Wahrheit. Wenn es darum gehen würde, wird er, der Sohn Gottes, am Ende alleine bleiben? Oder ist da einer, der seinen Weg mitgeht? Petrus, in der Stunde der Erkenntnis, weint bitterlich. In diesem Moment bricht die ganze Welt über ihm zusammen. An eine Zukunft ist da nicht zu denken.
Doch dieser Zusammenbruch ist für ihn gleichbedeutend mit einem Neuanfang. Nur 3 Tage danach sind seine Augen weit geöffnet und er erkennt, wer Jesus in Wahrheit ist. Danach wird er Menschen sammeln, um sie mit Jesus Christus zu verbinden. Und am Ende wird er sein Leben verlieren, um das ewige Leben zu gewinnen, wie sein Herr. Die Kirchen machen ihn zu einem Heiligen. Unzählige Kirchengebäude werden nach ihm benannt werden. Die katholische Kirche sieht in ihm gar den Beginn des Papsttums. Und doch, und das ist für mich persönlich so wichtig, bleibt er einer wie wir. Ein Mensch voller Ängste und Zweifel, aber auch ein Mensch voller Hoffnung auf ein erfülltes Leben. In ihm kann ich mich wiederfinden, auch in seinem Versagen, als es darauf ankommt. In der Passionszeit sind wir eingeladen, uns zu ihm zu stellen, mit unserem Leben, so wie es ist. Mit unserer eigenen Angst und Hilflosigkeit in dieser furchtbaren, angstbesetzten Zeit. Mit unserer Verzweiflung über die Ausbreitung des Virus. Mit unserer Trauer über jeden einzelnen Menschen, der sein Leben lassen muss. Wir müssen da viel aushalten, vielleicht noch über lange Zeit. Aber auch wir können diese Zeit ganz für uns nutzen, indem wir in uns gehen, nach Erkenntnis über unser eigenes Leben fragen und bitten, damit wir wache und offene Sinne und Augen bekommen. Für das, was wir tun können in dieser Zeit und für die Hoffnung, die uns immer und zu jeder Zeit trägt. Mögen wir erkennen, dass das Leid, das Jesus Christus damals wie heute trägt, ein Teil, wenn auch ein unglaublich schwerer Teil unseres Weges ist, bis wir Licht erkennen. Licht am Ende des langen Tunnels, das Licht, auf das wir alle zugehen und in dessen Glanz wir Hoffnung und Bestimmung haben. Das Licht, das doch schon immer in uns ist. Und Laozi sagt, in der Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages, in der Mitte des Leids ist der Anfang des Lichts. Amen. Ich lade ein zum Gebet, Worte von Sabine Nägeli. Nicht vor dem Schmerz fliehen, sondern wissen, wohin wir mit dem Schmerz fliehen können, darin liegt die Befreiung. Der Schlaf verweigert sich mir, dunkle Schatten legen sich über die Gedanken. Wie der Nebel dem Boden entsteigt, so steigt der Schmerz auf aus den Tiefen der Seele und deckt alle Getrostheit zu. Ich bekämpfe ihn nicht. Ich fliehe mit ihm zu dir, mein Gott, und bette mich in deine Arme. Geborgen bin ich an deinem Herzen. Auch wenn ich es jetzt nicht fühle, du bist da. Es ist nicht wichtig, dass ich auf alle Fragen eine Antwort finde. Du wachst über mir, du entmächtigst meine Ängste, du löst mich behutsam los von mir. Bei dir kommt mein unruhiges Herz zur Ruhe. Mein Gott, ich danke dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder, stärke, begleite und tröste uns, heute und an jedem neuen Tag. Amen.